Liebe Studierende, wir sind wieder auf Sendung hier, um im fast sind wir schon im vorletzten Video. Wir befinden uns wirklich auf der Zielgeraden jetzt. In den letzten Videos, die wir noch dieses Semester uns gemeinsam anschauen wollen, uns den Signifikanztest weiter anzuschauen. Wir haben im letzten großen Video gesehen, wie welche Ideen Fischer hatte. Fischer hat die wichtige Idee der Nullhypothese ins Spiel gebracht, durchaus im Geist der Zeit damals auch, also zu sagen, Popper, vielleicht wäre das Attackieren, Verwerfen von Hypothesen auch zielführend zu formalisieren. Und das hat er getan. Er hat uns den P-Wert sozusagen gegeben, ein großer Fortschritt zu sagen, wenn dies die Hypothese ist, die du vermutest. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass du diese extreme oder eine noch extremere Teststatistik beobachtet hast? Und vielleicht ist dieser P-Wert auch mal sehr, sehr groß im Sinne von, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass du unter dieser Nullhypothese diese Daten bekommst. Dann hast du eben keine Datenbasis, keine empirische Basis, diese Nullhypothese zu verwerfen, gar keinen Grund, die zu verwerfen. Hast du diese Hypothese damit bewiesen? Nein, auf gar keinen Fall. Du hast nur einfach keine Evidenz gegen sie irgendwie angehäuft. Und dann werden wir auch nächstes Mal noch sehen in einem speziellen Video, dass auch diese ganze Idee des P-Werts leider zu sehr vielen Missverständnissen geführt hat. Das soll aber nicht heute unser Thema sein. Heute soll es uns erstmal darum gehen, in einem ersten oder in einem zweiten Schritt nach Fischer quasi die Idee von Neyman Pearson besser zu verstehen. Neyman Pearson haben das Framework von Fischer sehr stark angereichert oder hatten auch letztlich ein bisschen, die kamen aus einer anderen Ecke, die waren Entscheidungstheoretiker. Man würde heute sagen, die haben Decision Making eigentlich studiert und versucht, Wissenschaftler all mögliche Disziplinen etwas an die Hand zu geben, damit die sich besser entscheiden können. Fundiert entscheiden können zwischen alternativen Hypothesen, alternativen Modellen der Welt. Also heute soll es nochmal um Neyman und Pearson gehen und um die Idee, was bringt uns das, wenn wir eine Alternativhypothese wirklich explizit formulieren? Die Teststatistik, die ist ja immer unter der Nullhypothese. Aber was bringt uns das trotzdem, dass wir zwei Hypothesen haben? Wir werden gleich sehen, der große Vorteil ist, wir wissen, dass wir auf zwei Arten falsch liegen könnten und wir können uns damit beschäftigen, wie häufig wir bereit sind, den einen oder den anderen Fehler eigentlich zu begehen. Und haben so ein tolles Verfahren an der Hand eigentlich, muss man sagen, wenn man sich wirklich dran hält, das einem erlaubt, die Fehlerwahrscheinlichkeit zu kontrollieren on the long run. Ganz ähnlich, wie wir das beim Konfidenzintervall gesehen haben. Also nochmal, dort anknüpfend, wo wir aufgehört hatten. Was ist das Bauprinzip eines statistischen Hypothesentests nach Neyman Pearson? Wir würden sagen, von einer inhaltlichen Hypothese kommend, formulieren wir ein statistisches Hypothesenpaar, ein Paar aus zwei statistischen Hypothesen. Und die eine könnten wir als Nullhypothese bezeichnen und die andere als Alternativhypothese. Nullhypothese, hier mal als Beispiel nur, Männer und Frauen entstammen hinsichtlich des zu messenden Merkmals der gleichen Population. Alternativhypothese dann, ganz einfach. Nein, sie entstammen nicht derselben Population, sie haben ein unterschiedliches Mü. Ja, Mü Mann gleich nicht Mü gleich Frau. Zweitens, das müssen wir uns heute noch genauer anschauen. Wir formulieren die in Kauf zu nehmende Fehlerwahrscheinlichkeit Alpha. Wir legen fest, wir wollen jetzt so vorgehen, dass wir on the long run nur in 5% der Fälle die Nullhypothese fälschlicherweise verwerfen. Oder nur in 1% der Fälle. Dann würden wir ein Alpha von 0,1 oder 1% formulieren. Diese Alpha-Fehlerwahrscheinlichkeit sollte immer einer Kosten-Nutzen-Abwägung geschuldet sein. Das wissen wir jetzt gerade noch nicht, was das genau bedeutet, müssen wir uns gleich noch anschauen. Dann entscheiden wir uns über die Teststatistik. Wir hier in Statistik 1 kennen eigentlich nur T-Statistiken. Wir versuchen diese Mittelwertsunterschiede dann zu überführen in eine T-Statistik. Wir legen dann fest, anhand einer T-Tabelle und der dort tabellierten Wahrscheinlichkeiten, welcher T-Wert quasi so, wir wählen den T-Wert genau so,
dass die Fläche, die der noch abschneidet, oben und oder unten, je nachdem, ob wir eine sogenannte zweiseitige oder einseitige Hypothese testen, genau dieser Fehlerwahrscheinlichkeit Alpha entspricht. Dann erheben wir die Daten, um diese Teststatistik auszurechnen. Dann kommt diese berühmte Entscheidung, die nur in dem Neyman-Pearson-Framework so wirklich möglich ist, weil wir dort zwischen diesen zwei Hypothesen, die wir jetzt formuliert haben, entscheiden. Nur eine kann wahr sein. Es können in dem Sinne nicht beide. Eine muss wahr sein, kann man hier auch sagen, weil die ja so formuliert sind, dass die hier den gesamten Raum abdecken. Sehen Sie das? Also entweder Männer und Frauen entstammen derselben Population oder sie entstammen nicht derselben Population. Damit sind schon alle möglichen Zustände der Welt eigentlich beschrieben, weil diese Hypothesen eben so primitiv eigentlich auch sind. Aber wir entscheiden uns jetzt zwischen diesen beiden. Wenn die Teststatistik extremer ist, also extremer oder extremer als die kritische Teststatistik, die wir in dem Schritt 3b bestimmt hatten, dann verwerfen wir die Nullhypothese, weil nur die hatten wir gerade einer statistischen Überprüfung quasi damit zugeführt oder unter der hatten wir geschaut, unter der wissen wir, wie der T-Wert sich verteilen sollte und würden dann die Alternativhypothese für dahin beibehalten. Also bis auf Weiteres, da verwende ich immer dieses alte Wort für dahin, bis auf Weiteres. Und wenn die Teststatistik weniger extrem ist als die kritische, als dieser kritische Wert, was ist dann gewonnen? Nicht viel. Wir haben dann nur die Nullhypothese nicht verwerfen können und behalten sie bei, bis auf Weiteres. Beachten Sie bitte, dass auch in diesem Neyman-Pearson-Framework also gilt, jeder Signifikanztest da draußen, T-Tests, F-Tests, Chi-Quadrat-Tests, Permutationstests, alles, was Ihnen so noch unterkommen könnte im Rest des Studiums oder in der Welt. Wenn es ein Signifikanztest ist, dann macht er eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit, diese oder noch extremere Daten zu beobachten unter der Nullhypothese. Das ist das, was der Signifikanztest Ihnen liefert und warum Sie eine Teststatistik ausrechnen, warum Sie nicht einfach einen Mittelwertsunterschied nehmen, sondern warum Sie einen Mittelwertsunterschied in eine Teststatistik T überführen, weil Sie für die wissen, wie sie unter der Nullhypothese sich verteilen sollte. Also deshalb gilt es immer mitgedacht, auch wenn es nicht explizit gesagt wird, under the null or under the null hypothesis. Das heißt, die Alternativhypothese wird hierbei nie einem direkten einer statistischen Überprüfung zugeführt. Das muss nicht so sein. Man könnte als gute Popperianerin natürlich sagen, ich frage, wie meine Daten sich verteilen sollten unter meiner Alternativhypothese, aber es wird üblicherweise nicht getan. Es wird nur indirekt auf die Gültigkeit der Alternativhypothese dann geschlossen, wenn die Nullhypothese verworfen wurde und das eben zwei einander ausschließende Hypothesenpaare waren. Ganz allgemein, das hatte ich schon anklingen lassen, ist also Neyman-Pearson ein Framework für die Entscheidungsfindung, ein frequentistisches Werkzeug zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. Warum unter Unsicherheit? Weil Sie es nicht wissen können. Sie können ja nicht wissen, was auf Populationsebene gilt. Deshalb machen Sie ja diese ganze empirische Untersuchung. Es geht um unbekannte Populationsparameter, die Sie nicht kennen, die Sie gerne kennen würden. Und Neyman-Pearson hilft Ihnen sozusagen voranzuschreiten in der Wissenschaft, indem Sie sich entscheiden zwischen zwei Alternativhypothesen. Und zwar entscheiden Sie sich so, das erlaubt dieses Verfahren, dass Sie auf lange Sicht höchstens eine paradoxerweise frei zu wählende Anzahl an Fehlentscheidungen riskieren. Ja? An der Stelle kurze Erinnerung an die Konfidenzintervalle. Als wir die konstruiert hatten, wir hatten gesagt, wir konstruieren zum Beispiel 90% Konfidenzintervalle. Dann war die Interpretation, die sind jetzt so konstruiert, dass, wenn man sie so konstruiert, rund um einen beobachteten Mittelwert, dass sie dann in 90% der Fälle den wahren Wert schon überdecken werden, also einfangen werden, haben wir auch gesagt. Und dann erinnern Sie sich bitte immer an diese Demonstration, da war der wahre Wert war gestrichelt und dann hatte es diese Konfidenzintervalle so hingeregnet. Es wurden Stichproben gezogen, Konfidenzintervalle ausgerechnet. Und dann ging das eben auch manchmal schief. Und zwar ziemlich genau in einem von 10 Fällen, also in jedem 10., wenn das Konfidenzintervall ein 90% Sicherheits- oder Konfidenzintervall war. Und
Ganz analog ist es jetzt hier beim Signifikanztest nach Neyman Pearson so, dass er eben in Alpha-Prozent der Fälle durchaus auch mal die Nullhypothese verwirft oder Ihnen nahelegt, sich bitte gegen die Nullhypothese zu entscheiden, obwohl die eigentlich gilt, obwohl die eigentlich jene ist, die die Daten hervorgebracht hat. Also, dies vielleicht heute mal verdeutlicht, didaktisch an einem Beispiel, ganz analog zu dem, was wir im anderen Video mit Fischer und der Intelligenz schon ausprobiert hatten. Wir machen das jetzt eigentlich nochmal, aber wir machen das mal hinsichtlich einem Merkmal, wo wir uns bestimmt darauf einigen können, dass auf Populationsebene eigentlich die Alternativhypothese gilt. Nämlich formulieren wir mal eine Hypothesenpaar zur Frage Männer und Frauen, wie verhält sich deren Körpergröße? Was ist die Population? Wie sind Männer und Frauen auf Populationsebene hinsichtlich ihrer Körpergröße verteilt? Die Nullhypothese lautet jetzt hier wiederum, kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Μ m gleich μ f, aber bitte bedenken, es geht jetzt um Körpergröße. Und ich mache es wieder so, ich schicke Sie alle los, um Stichproben zu erheben. Jede von Ihnen macht jetzt hier mal im Experimentalpraktikum, in der Bachelorarbeit eine kleine Erhebung mit ein paar Männern, ein paar Frauen. Und ich schicke Sie über den Campus und jeder von Ihnen soll 16 Männer, 16 Frauen mal einfach messen. Es geht schneller als letztes Mal mit den Intelligenztests. Sie erheben einfach die Körpergröße. Welche Effekte, also welche mittlere Körpergrößendifferenz in Ihrer persönlichen Stichprobe würden Sie denn so erwarten für die Körpergröße? In der einen Richtung tragen wir mal ab, die Männer wären größer in ihrer Stichprobe, in der anderen Richtung tragen wir ab, die Frauen sind größer in ihrer Stichprobe. Sie, die erste hier in der ersten Reihe, da vorne links, Sie würde ich jetzt fragen und Sie würden sagen, ja, wahrscheinlich würde in meiner Stichprobe schon rauskommen, dass die Männer größer sind. Sie denken vielleicht jetzt kurz mental so an den Freundeskreis und ja, klar, da gibt es die eine sehr großgewachsene Freundin, aber so im Schnitt, wenn Sie 16 Studierende zum Beispiel weiblicher und männlicher Natur, Körpergröße, würden wir vermuten, oder? Das heißt doch eigentlich, es kann durchaus sein, dass zentraler Grenzwertsatz natürlich die eine oder der andere von Ihnen auch einen Stichprobenunterschied findet, wo die Frauen im Schnitt größer waren. Ja? Aber was würden wir erwarten, was sich so im Gros der Stichproben zeigt? Im Gros der Stichproben würden wir doch etwas erwarten, was sich jetzt hier so ein bisschen paradoxerweise, Sie sehen gleich, warum ich das mache, nach unten mal abtrage. Sie sehen doch bitte trotzdem hier diese Verteilung, mal schauen, ob mein Stift noch tut, genau. Sie sehen eine Verteilung rund um einen Wert, der eben nicht Null ist, oder? Sie sehen, wir würden erwarten, wir können ruhig sagen, die Differenzen, die Effekte, wir können auch schon sagen, eigentlich die T-Werte, die wir dann ausrechnen könnten, für unverbundene Stichproben, die sollten sich nicht um Null verteilen, sondern rund um den, ja, wiederum rund um den wahren Wert. Aber eigentlich glauben wir doch, Sie und ich, dass der wahre Wert für den Körpergrößenunterschied zwischen Männern und Frauen eben nicht Null ist, sondern vielleicht 4, vielleicht 3, vielleicht 5 Zentimeter oder sowas. Also irgendwie würde auch wahrscheinlich, selbst wenn man es in T-Werte umrechnet, irgendwas resultieren, was sich nicht um Null verteilt. Ja? Das heißt, und das hatte ich gerade schon hier durch dieses Gestrichelte nochmal hier angezeigt, wir hatten ja hier sozusagen entweder die Stichproben, die sich jetzt alle gleich erzeugen, entstammen diesem blauen Haufen, kann man sagen, der hier so ganz, nur ganz schwach zu sehen ist, oder, weil wir es eher vielleicht glauben würden, diesem roten Haufen. Wir können aber im Neyman-Pearson-Sinne uns nochmal klar machen, nur eine der beiden Welten kann wirklich existieren. Wir leben entweder in einer Welt, in der die H0-Wahr ist, in der also Männer und Frauen sich eben nicht unterscheiden hinsichtlich der Körpergröße. Und wenn ich immer Realität oder Welt sage, denken Sie an einen anderen Planeten, denken Sie an eben eine andere Population, ganz woanders, da ist es vielleicht so, ja, dass ich, oder eine andere Gattung, also nicht Homo sapiens, sondern es gibt vielleicht auch viele Gattungen, da sind die Weibchen größer oder es gibt einfach vielleicht auch gar keinen Geschlechtsdimorphismus hinsichtlich der Körpergröße. Die unterscheiden sich gar nicht. Also das könnte ja auch die Realität sein. Oder wir haben die Realität dessen, was wir in der Alternativhypothese versucht haben einzufangen, nämlich doch, die unterscheiden sich. Ja?
Und vielleicht haben wir sogar eine gerichtete Alternativhypothese formuliert und haben gesagt, wir glauben eigentlich, dass wir in einer Welt leben, in der Männer größer sind als Frauen. Und entsprechend können wir sagen, es gibt etwas, was man noch hemdsärmlicher auch mal als H1-Country bezeichnen könnte oder H0-Country oder H1-World und H0-World. Ja, so habe ich das, glaube ich, im Hörsaal mal im Eifer des Gefechts mal erfunden und habe das hier aber jetzt auch so dargestellt. Und dann ist also entweder entstammen unsere Stichprobenmittelwerte oder auch, wir können sagen, unser einer Stichprobenmittelwert entweder einer Zufallsvariable, die sich so verteilt, oder einer Zufallsvariable, die sich so verteilt, oder eben, ich kippe da ein paar Mal hin und her, entweder das gilt oder das gilt. Es kann nicht beides sein. Ja? Und deshalb zeige ich das auch in diesem Graph so nach unten und nach oben abgetragen. Jetzt sagt Neyman Pearson aber, ja, aber du musst dich jetzt einfach vorher, bevor du deine eine Stichprobe erhebst und deine eine, oder deine zwei Stichproben, in dem Fall Männer und Frauen, aber bevor du deine Teststatistik ausrechnest, musst du dich eben doch bitte mal festlegen, ab welchem Wert du dich für die eine oder die andere Hypothese entscheiden würdest. Du musst also so ein Entscheidungskriterium hier einführen. Das ist die eine entscheidende Zutat von Neyman Pearson. Weil dann kannst du sagen, wenn die empirische Teststatistik extremer ausfällt als diese eingezeichnete Schranke, dann habe ich ja, schauen Sie mal, was wir hier haben, dann habe ich ja momentan etwas sehr unter der Realität der H0, etwas sehr unwahrscheinlich, relativ Unwahrscheinliches ermittelt. Und deshalb würde ich diese H0 verwerfen und für dahin glauben, in einer H1-Welt zu leben. Ja? Wenn das aber, wie hier gezeigt, die tatsächliche Realität ist, dann haben Sie einen Fehler gemacht. Das ist die Realität. Sie haben sich aber, weil Ihre Teststatistik hier gelandet ist, gegen diese Realität entschieden, ja, dann haben Sie halt einen Fehler gemacht. Ja? Und zwar einen Fehler erster Art. Den Fehler, den Sie eigentlich kontrollieren wollen, on the long run, aber natürlich im Einzelfall nicht kontrollieren können. Dann haben Sie eben den Fehler gemacht. Wenn wir aber in dieser Welt leben, in dieser Realität, in einer Realität, wo die Alternativhypothese gilt und Sie haben dieselbe, Sie haben Ihren Stichprobeneffekt beobachtet, Ihren kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, dann lagen Sie genau richtig und haben sich goldrichtig entschieden sozusagen. Sie haben die Nullhypothese verworfen und mit dem Beibehalten der Alternativhypothese sich richtig entschieden. Prima. So, jetzt haben wir sozusagen, wenn Sie schon wollen, vor Ihrem inneren Auge entsteht hier auf diesem Slide schon so eine Art Vierfeldertafel. Sehen Sie das? Entweder die H0 gilt und dann hätten Sie sich falsch entschieden, aber wenn die H1 gilt, haben Sie sich jetzt richtig entschieden. Aber was, wenn Ihre Teststatistik, Ihre kleine Bachelorarbeit mit den 16 Männern und den 16 Frauen eben sich ein bisschen anders ausgeprägt hat? Es ist ja eben nur eine Stichprobe aus irgendeiner Population, die wir nicht kennen. Was, wenn Ihr T-Wert vielleicht nur minimal kleiner ist, also minimal weniger extrem, aber damit eben auf der anderen Seite von dieser berühmten Neyman-Pearson-Schranke landet? Ja, dann gilt sozusagen die gleiche Regel noch. Wenn Teststatistik weniger extrem, dann behalte den H0 bei und verwerfe die H1. Wiederum aber zwei Möglichkeiten. Entweder Sie leben in einer Realität der H0, dann haben Sie sich dieses Mal goldrichtig entschieden. Sie haben die H0 nicht verworfen, weil Sie halt geschlussfolgert haben, na, diese Teststatistik, die ich beobachtet habe, die ist nicht besonders extrem unter einer H0. Die wäre relativ wahrscheinlich, dass die da mal auftritt, wenn diese H0, also dieser Populationsparameter 0, die Daten hervorgebracht hat. Ja. Aber auch da können Sie natürlich falsch liegen, und zwar mit einem sogenannten Fehler zweiter Art. Es könnte ja sein, wir leben in einer Realität der H1, in einer alternativen Welt, und entsprechend haben Sie sich mit Ihrer Teststatistik aber für das Beibehalten der H0 entschieden und Sie haben einen Fehler zweiter Art begangen. Sie waren sozusagen, man könnte auch sagen, nicht sensitiv genug. Sie haben die H0 beibehalten, obwohl sie doch falsch ist, obwohl wir in dieser Realität leben. Das sehr wortreich, die zwei Arten, auf die Sie falsch liegen können, hier nochmal auf einen Blick, und die zwei Arten, auf die Sie richtig liegen können. Und diese,
dieses Szenario, was ich hier so aufzähle, das sehen Sie manchmal in manchen Lehrbüchern, nur ist dann diese Realität der H1 hier oben mit eingezeichnet. Also dass man sozusagen, natürlich kann man auch sagen, ich zeichne das hier so mit ein und habe dann quasi in einem Graph diese zwei Verteilungen. Das mag ich persönlich deshalb nicht, weil das so ähnlich aussieht wie zwei Verteilungen von Mittelwerten, von Männern und Frauen oder so. Und damit hat es ja hier gar nichts zu tun. Was Sie hier sehen, sind zwei hypothetische Verteilungen, die sich unter zwei unterschiedlichen Populationsannahmen ergeben würden. Entweder der Mittelwert, der Effekt, muss ich sagen, auf Populationsebene, der Unterschied ist halt null, verteilt sich halt schön nach dem symmetrisch nach dem zentralen Grenzwertsatz um diesen wahren Wert 0. Oder es verteilt sich leicht anders. Wir wissen auch gar nicht genau wie, kann man auch mal sagen. Aber auf jeden Fall nicht um 0 und wahrscheinlich leider auch nicht symmetrisch, aber eher so, wie diese rote Kurve hier gezeigt ist. Ja? Das sind also die zwei Fehler, die Sie machen können. Und was Sie ebenfalls in allen Lehrbüchern dann sehen, ist, dass diese Darstellung, die ich da gewählt habe, als Tabelle, und die finde ich natürlich auch ganz sinnvoll, dass wir sagen, wir bekommen von unserem Stichprobentest ja entweder nahegelegt von unserer T-Statistik durch dieses Kriterium, was wir vorher definiert hatten, entweder behalte bitte die H0 bei und dann könnten wir entweder richtig liegen oder wir könnten eben falsch liegen, und zwar wann liegen wir falsch, wenn eigentlich die Alternativhypothese wahr ist. Und wenn der Stichprobentest uns nahegelegt hat, die H0 zu verwerfen und führerhin an die Alternativhypothese zu glauben, dann können wir ebenfalls Gold richtig liegen. Und das wollen wir natürlich auch. Das würden wir am liebsten natürlich haben, dass wir sagen, die Alternativhypothese ist wahr. Und wir haben das sozusagen indirekt gestützt durch Verwerfen der Nullhypothese, also der alternativen Hypothese, des alternativen Szenarios, in dem Fall der Nullhypothese. Aber auch da könnten wir natürlich falsch liegen. Das ist der sogenannte Alpha-Fehler, den wir fürchten. Wer möchte schon gern mit seiner Stichprobe jene gewesen sein, die hier in einen Alpha-Fehler begangen hat? Also fälschlicherweise, man kann auch sagen, einen falsch-positiven erzeugt hat, fälschlicherweise die Nullhypothese verworfen hat. Das sehen wir jetzt hier nochmal auf einem Slide. Naaman Pearson, dadurch, dass sie die Entscheidungstheorie formalisieren, lehren uns quasi, wir riskieren immer zwei Fehler. Wir können es gar nicht wissen. Wenn wir nur unsere eine Stichprobe erheben, sehen wir ja nie diese Verteilungen, die ich jetzt viel gezeigt habe, diese blaue und diese rote, das sind ja hypothetische Verteilungen der Zufallsvariable Stichprobenmittel oder Stichprobendifferenz. Die sehen wir nie. Wir haben nur unsere eine Stichprobe und wir riskieren also aber Naaman Pearson sagen uns, in höchstens Alpha-Prozent der Fälle, das versuchen wir oft auf 5% zu halten, riskieren wir fälschlicherweise die Nullhypothese zu verwerfen, obwohl es eigentlich keinen Effekt gibt oder dieser in der Nullhypothese formulierte Effekt, der eben oft Null ist, wahr ist. Oder wir riskieren leider auch in höchstens Beta-Prozent der Fälle, das ist etwas, was wir ebenfalls vorher festlegen können, was nur leider oft nicht getan wird, wir riskieren in höchstens Beta-Prozent der Fälle nicht auf Signifikanz zu entscheiden oder also quasi nicht die Nullhypothese zu verwerfen und weiter an die Nullhypothese zu glauben, obwohl da doch ein Effekt ist. Obwohl wir über zwei Populationen sprechen, die sich unterscheiden, aber wir haben es mit unseren Stichproben, Stichprobenunterschieden nicht zeigen können, kann man auch sagen. Es ist uns nicht gelungen, die Nullhypothese zu verwerfen mit dem Signifikanztest. Das ist doch dann auch schade und das ist dann ein sogenannter Beta-Fehler. Man kann übrigens auch zeigen, das ist dann ein Thema in der Statistik 2, das ist nämlich das Thema der statistischen Power. Sie sehen hier, wenn Sie sich diese Grafik nochmal in Ruhe anschauen oder auch im Lehrbuch anschauen, dass unter die Fläche, unter dieser, in dieser Welt, wenn die Alternativhypothese H1 wahr ist, dass diese Fläche ja durch unsere Entscheidung, durch unsere kritische Entscheidung auch irgendwie abgeteilt wird und wir eben das sozusagen in der Wahrscheinlichkeit abteilen, fälschlicherweise, weil die dann gilt, die Nullhypothese beizubehalten,
Und das ist genau das Komplement, also 1 minus den Beta-Fehler dessen, was wir in Statistik 2 dann als Power oder Macht oder Stärke eines Tests bezeichnen. Diese Fläche wollen wir natürlich groß halten. Wenn es Unterschiede gibt in der Population, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Verträglichkeit eines Medikaments zum Beispiel, ja, dann wollen wir das wissen. Dann wollen wir natürlich Signifikanztests haben, die das auch zeigen können, die dann auch in der Lage sind, die Power haben, die Nullhypothese dann auch zu verwerfen. Ja? Also das muss immer unser Ziel sein, eigentlich diese Fläche groß zu kriegen. Das ist aber nicht unser Hauptthema in der Statistik 1. Wir fokussieren uns jetzt mal drauf, Alpha a priori festzulegen und dann entsprechend Teststatistiken auszurechnen, die dann auch in Alpha-Prozent der Fälle nur die Nullhypothese fälschlicherweise verwerfen. Genau. Hier auf einen Blick nochmal, was ein Typ-1-Fehler eigentlich bedeutet. Ein Typ-1-Fehler oder Alpha-Fehler. Alpha, ich habe kein so schönes Grün, ich mache das hier mal mit dem hässlichen Grün. Beta. Ein Alpha-Fehler hieße also zu diesem älteren Mann, der natürlich gar nicht schwanger sein kann, zu sagen, du bist schwanger, dann ist dieses Testergebnis sozusagen falsch positiv, während zu einer offensichtlich schwangeren Frau zu sagen, sie sind nicht schwanger, ist dann ein falsch negatives Ergebnis. Es liegt etwas vor, was wir mit unserem Test nicht entdeckt haben. Das ist ein sogenannter Typ-2-Fehler. Es gibt auch noch die lustige alte Anekdote, gar nicht so lustig, ist eigentlich ziemlich dramatisch, im Deutschen, im Englischen ist das ein ziemlich stehender Begriff, Boy Cry Wolf. Die Geschichte kennen Sie auch, die ist quasi eine Fabel von einem Hirtenjungen, der quasi falschen Alarm gibt. Der aus, das steckt schon drin, falscher Alarm, false positive, Typ 1 Fehler, der aus Langeweile laut Wolf brüllt. Als dann die Dorfbewohner ihm zur Hilfe eilen, begehen sie sozusagen einen Typ-1-Fehler. Sie denken, da wäre was, dabei ist da gar nichts. Als der Junge dann wirklich vom Wolf angegriffen wird oder dem Wolf wirklich begegnet, ruft er wieder um Hilfe. Die Dorfbewohner nehmen das aber nicht mehr ernst und begehen somit einen Typ-2-Fehler. Da ist wirklich was, da ist wirklich Gefahr. Und sie nehmen das nicht mehr ernst, sie glauben weiterhin, da sei keine Gefahr. Das kann man sich für die eine oder den anderen von Ihnen vielleicht ganz hilfreich nochmal so merken. Neyman und Pearson, hatte ich gesagt, sind Entscheidungstheoretiker gewesen. Die haben gesagt, überleg dir gut, was ist eigentlich schlimmer, und das ist auch, gilt auch heute noch, das gilt auch 80 Jahre später noch, dass man sagt, was ist eigentlich schlimmer? Also so Desired Relative Seriousness kann man das auch nennen. Das ist jetzt kein stehender Begriff, aber das liest man manchmal in der Entscheidungstheorie. Welcher Fehler hätte denn mehr Konsequenzen? Wäre es schlimmer, einen Alpha-Fehler zu begehen, also mal einen Effekt zu behaupten, wo keiner ist, wo die Nullhypothese gilt. Oder, und da Sie sehen, wir haben nur ein Entscheidungskriterium. Wenn wir also Alpha kleiner machen, zum Beispiel, weil wir mehr Angst davor haben, einen Alpha-Fehler zu machen, dann wird ja hier unten diese Fläche, die hatte ich oft auf anderen Slides so grün oder so gezeichnet, diese Fläche da unten, die wird dann kleiner, wenn ich diese rote Linie hier weiter rüberschieben würde, ja, wenn ich quasi sage, oh, diese grüne Fläche, die möchte ich klein halten, ich möchte wenig Alpha-Fehler begehen. Kannst du machen, aber dann wirst du zwangsläufig, weil du nur ein Entscheidungskriterium hier verschiebst, die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zweiter Art zu begehen, natürlich ebenfalls wirst du vergrößern sozusagen. Ja? Das geht quasi damit einher. Und ebenfalls ein Thema aus der Statistik 2, das ist etwas, was in der Praxis leider sehr häufig vorkommt. Wenn ich eigentlich kleine Effekte studieren möchte, sind also auf Populationsebene, geht es schon um kleine Unterschiede und ich habe nur kleine Stichproben, dann habe ich mit diesem Signifikanztest-Framework schlechte Chancen, das aufzudecken. Ich habe eine große Wahrscheinlichkeit, einen Beta-Fehler zu begehen oder eine kleine Power. Ich muss mich auf jeden Fall, das ist das Wichtige von diesem Slide, ich muss mich festlegen, welchen Alpha-Fehler ich bereit bin, in Kauf zu nehmen. Ja, das ist die Message hier. Und das ist eigentlich auch das, was ich hier in diesem Video zeigen wollte. Wir haben jetzt noch einige Zusatzvideos. Sie werden natürlich in den Seminaren, in den Übungen
Beispiele für T-Tests rechnen, wo sie sich dann im Prinzip an das Vorgehen nach Neyman Pearson halten und sich vorher festlegen, welches Alpha-Niveau möchte ich schützen. Entsprechend muss ich einen T-Wert nachschauen. Ich werde Ihnen auch noch ein Zusatzvideo machen, wo ich das an ein paar Beispielen durchdekliniere. Aber Sie haben jetzt hier mit einem Video zum Vorgehen nach Fischer im Prinzip kontrastiert mit dem Vorgehen in diesem Video hauptsächlich nach Neyman Pearson die wichtigsten Prinzipien des Signifikanztests kennengelernt. Und wir sehen uns zum nächsten Mal, um einige dieser jetzt kennengelernten Konzepte ein bisschen zu kritisieren. Danke und tschüss.